Okay, dann gehen wir rein. Jules auf Speedrunning, die ewige Suche nach dem Gold. Jules Videos immer eine 10 von 10. Chat, get your popcorn, get comfy. Holt euch eine Decke. Let's go. Na, chillig, Zelda. Warum ist Speedrunning immer verbunden mit so komischen Reisemethoden? Wieso? Seitdem wir Menschen existieren, versuchen wir Dinge so schnell. Ja, ich muss hier nochmal ein bisschen leiser machen, Chat. Irgendwie fällt es mir hier immer wirklich komplett das Audio, ich weiß auch nicht warum. Wie möglich zu machen, um in dem, was wir tun, besser als jeder andere zu werden. Dem schnelleren Fortbewegen, um den Alltag zu meistern. In dem so schnell wie möglich sterben, indem man Berge ohne Seil hochklettert. Oder der Krieg aus 1886, bei dem die Briten gegen die Sansibaren kämpften und sich nach ganzen 38 Minuten dazu entschieden, den Krieg wieder zu beenden. Okay. Wow, Leute, neuer Weltrekord. Doch Jahre später, 38 Minuten stabil, Peter mit dem Zeitalter des Internets, sollte all dies in klebrigen Tastaturen und offenen Chipspackungen gebündelt werden mit der Erfindung vom Speedrunning, der Kunst, ein Spiel so schnell wie möglich durchzuspielen. 1993, kurz vor Weihnachten, der Shooter mit dem Namen Doom kommt raus. Geil. Das Spiel ist so unglaublich klein, dass es ausnahmslos auf jedem Gerät läuft. It's 2 fucking Megabytes. Doom funktioniert nicht nur auf normalen Computern, so wie jeder ein Zuhause hat. Nein, Doom funktioniert auch auf einem Drucker, einer Kamera, sogar auf einem Bankautomaten, einem Taschenrechner, okay, der von Kartoffeln angetrieben wird. Okay. Einem Schwangerschaftstest. Okay. Schatz, du bist nicht schwanger. Du bist du. Oh mein Gott. Doom spielen innerhalb von Doom. Doom steuern mit Hilfe von einem Klavier. Mit Toastern? Doom steuern mit dem Autogaspedal, während man mit der Hupe im Spiel Gegner erschießen kann. What the f? Bro, das ist übertrieben gefährlich. Okay, zurück zu Weihnachten. Das Spiel ist ein voller Erfolg und gefühlt jeder hat Doom zu Hause. Was man jedoch nicht machen kann, ist zusammen mit seinen Freunden spielen. Was macht man also, wenn es keinen Multiplayer gibt? Richtig. Du versuchst das Spiel schneller durchzuspielen als deine Freunde. Und da es 1993 noch YouTube gab, um seine Runs hochzuladen, schickte man sich gegenseitig kleine Dateien über das Internet, in denen die Tasteninputs gespeichert waren, und konnte somit die Spielabläufe von seinen Freunden bei sich abspielen und zu gucken, wie sie das Level durchgespielt haben. Lol, what the f***? Verdammt, er war schneller! Daraufhin bildeten sich im Internet kleinere Gemeinschaften, die gegeneinander Doom spielten, um einfach nur zu gucken, wer schneller ist. Und zack, Speedrunning war geboren. Chillig. In diesen Communities konnte man sich bestimmte Ränge verdienen, indem man ein Examen einreichte, das zeigte, dass man ein Level in einer bestimmten Zeit abschließen konnte. Dann wurde ein Doom-Archiv gegründet, wo die besten Zeiten dokumentiert wurden, und je mehr Spiele über die nächsten Jahre dann rauskamen, desto mehr Archive wurden erstellt, was schlussendlich dafür sorgte, dass 2004 eine universelle Seite für alle Spiele, wie zum Beispiel Quake, Metroid Prime oder Zelda Ocarina of Time, in der man die besten Speedruns einsehen konnte, erstellt worden ist. Nochmal 10 Jahre später und Zelda Ocarina of Time ist mittlerweile in 18 Minuten durchspielbar, indem man 18 Minuten, ein komplettes Game, insane, oder? Sich mit Hilfe einer Wasserflasche vom ersten Dungeon zum Endboss teleportiert. Bei Half-Life werden jegliche Gesetze der Physik gebrochen. Und die Doom-Rekorde aus den 90ern wurden bis ins kleinste Detail perfektioniert. Und diese neue Plattform namens Twitch bekommt gerade den Boom ihres Lebens. Und Speedrunner fangen an, ihre Runs live vor Tausenden an Zuschauern zu spielen, was somit auch die goldenen Tage vom Speedrunning einläutet. Und irgendein Nerd mit 10 seiner Kumpels dachte sich zu der Zeit, komm, wir gehen zu meiner Mutter nach Hause, die wird schon nicht nerven. Und spielen ganz viele Spiele live vor Kamera auf Twitch durch. Oh mein Gott, Games done quick. Insane, insane, Chat. Und so entstand die mittlerweile größte Speedrun-Veranstaltung namens Awesome Games Done Quick. Ja. Speedrunning! So geil, ich guck mir das auch super gerne an. Ich habe halt gar keine Skills, was sowas angeht, ne? Digga, ich kann Speedrun von Global Elite zu Silber, kann ich dir fertig machen. Gib mir einen Tag, ich spiel deinen Account kaputt, so. Aber irgendwo, wo es darum geht, Skills zu beweisen, hell nah. Ich donate dir, sag nichts. Digga, was guckst du da? 1,87 Euro. Ja, Digga, was soll ich zu 1,87 Euro sagen? Dann schreib doch in den Chat. Ein Jules-Video, Bruderherz. Yeah! Nun, die Speedruns sind unterhaltsam anzuschauen, aber Gamer sind halt eben Gamer. Die Kampfspiel-Community hat beispielsweise einen sehr besonderen Ruf von sich gegenseitig verprügeln, also in Real Life. Oh mein Gott! Ein bisschen zu Leuten, die sehr salty die Halle verlassen, nachdem sie kurz vorm Tod vor hunderten Leuten geteabagged wurden. Oh! I absolutely agree. That's a controller break. That's unfortunate. Oh.
Stellt euch mal vor, ich wäre so einer, der so Speedrunning-Geschichten macht, so hier bei MLG oder sowas. Digga, ich würde ja wirklich dann da bei diesen Kampfsportturnieren dem anderen Typen richtig in die Fresse hauen. Wieso gibt es nicht so Turniere, wo die Leute erst Tekken spielen und dann wirklich ins Oktagon gehen? Wie geil wäre das? Und selbes gilt halt eben für die Speedrun-Community, nur mit ein bisschen weniger Testosteron. Wir haben einmal diesen jungen Herrn hier, der wirkt wie ein NPC, der von seiner normalen Route abgekommen ist. Was macht er? Das Mädchen. What the fuck, hä? Mädchen, was mitten im Stream anfängt zu weinen und ihre Lebensgeschichte erzählt, konstant unterbrochen von lautem. Hoi? I would really prefer if you would be quiet. Digga, Gamer sind so weird. Gamer sind so fucking weird. Nice mustache. Thank you. Nein, 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 nein. Bro, ey, yo! Ey! Der legendäre Seed Sniffer. What the fuck? Bis heute werden in den Kommentaren. What the fuck? The girl said she was picking something. He dropped the questions, but he dropped it intentionally. Digga, what the fuck? Und zahlreiche Theorien darüber aufgestellt, ob der mysteriöse Stuhlschnüffler nur etwas aufgehoben hat oder ob das eine klar geplante Operation war. Warum kommt ein Typ danach und deppt? Warum ist das die gleiche Stelle, an der der NPC von davor lang gelaufen ist? Ist das etwa ein zusammenhängender Nebenquest? Sind wir alle eigentlich nur NPCs in der Welt vom Stuhlschnüffler? So viele offene Fragen. Andere Stuhlschnüffler in den Kommentaren behaupten, etwas absichtlich fallen zu lassen, sei eine beliebte Strategie. Bro, man riecht doch nichts nach einem Stream, wenn einer auf dem Stuhl sitzt und dann riecht man daran, das riecht man doch gar nicht, oder? Was will ich denn da riechen, Chat? Was rieche ich denn da? Da ist doch nichts. Das ist doch gar nicht. Das kann man doch gar nicht. Er hat gebetet. Okay, abseits davon sorgten diese Events für einen immer größeren Ansturm darauf, Spiele schnell durchzuspielen. Immer mehr Weltrekorde gebrochen wurden. Immer mehr Leute, die ihr Können live zur Schau stellten. Doch wie optimiert man einen Run? Wie schafft man es, das Max... Ey, Hitman Speedruns sind insane gut. ...Simum aus einem Spiel rauszuholen, um der zu sein, der den nächsten Weltrekord bricht. Indem man sie findet. Die Tricks, Abkürzungen, Routen und Glitches im Spiel. Die Schätze, die in jedem Code versteckt sind. Und genau dadurch begann die Suche nach dem ultimativen Speedrun-Gold. Okay, stellt euch vor, alle Spiele zusammen ergeben eine riesige Höhle. In dieser Höhle ist jedes einzelne Spiel ein neuer Minenschacht. Speedrunner betreten diese Höhle Tag zu Tag, um neue Sachen über das Spiel herauszufinden. In diesen Minen lässt sich das Gold finden, der nächste Trick oder Glitch, mit dem sich das Spiel noch ein bisschen schneller durchspielen lässt. Digga, diese Videos sind so gottlos gut, einfach edited, also Jules wirklich gut. Sehr wertvoll. Mal ist es eine kleine Abkürzung, um noch ein paar Sekunden zu sparen. Manchmal ist es ein neuer Glitch, um sich noch schneller fortzubewegen. Und manchmal ist die Entdeckung so groß, dass der Fund sogar ganze Schlagzeilen in den Medien macht und kurzzeitig alle Aufmerksamkeit auf sich zieht. Ich will ein Kind von dir! Alle Funde werden archiviert und gespeichert. Man erstellt Excel-Tabellen, Landkarten oder Routenmaps und alles mögliche an Dokumenten, um das Gold am Ende auch verwenden zu können. Und kommt ein neues Spiel mal raus, wird ein neuer Minenschacht eröffnet und der Vorgang wiederholt sich. Das ist wirklich so insane, ne? Speedrunner wirklich, die haben eine Dedication, das ist verrückt. Manche Höhlen wie Super Mario 64 sind bereits so groß und erforscht, dass das meiste Gold wahrscheinlich bereits gefunden wurde. Diese Bro, was sind das für Bugs? Wie findet man sowas? Suche nach dem Gold findet jetzt schon seit Jahren statt. Und die Höhlen wurden über die Jahre größer. Die Speedruns wurden schneller und die Community um das Spiel herum wuchs. Und nun lasst uns mal schauen, was 30 Jahre Graben so hervorgebracht haben. Der wahrscheinlich bekannteste Speedrun-Move ist der BLJ. Zwei Mexikaner entdeckten im Jahr 2000, dass man die eigentlich unendliche Treppe in Mario 64, für die man eigentlich 70 Sterne braucht, sehr viel früher passieren kann, indem man durch einen Glitch mit Highspeed nach hinten springt. Mario kann damit gefühlte Schallgeschwindigkeit erreichen und der Glitch wird dann fast... Okay, das ist wirklich eine Sache, die kennt man, ne? ...jedem Speedrun heutzutage verwendet. You never do this! Generell versucht man in Speedruns sein Movement so gut wie möglich zu optimieren. Bro, guckt euch das mal bitte an. Wie macht man das? ...zu optimieren. Sei es das Bunnyhopping in Half-Life, bei dem man durch richtiges Laufen immer schneller wird, auch übrigens rückwärts möglich. Was ist eigentlich Gravitation? ...sich mit Hilfe vom Springen auf Items nach oben bewegen. Der Super Slide in Zelda, bei dem man mit Hilfe einer Bombe durch die Welt sliden kann. Das Massakrieren seines Controllers in Wind Waker, um jegliche Schwimmrekorde zu brechen. Das simple Wallrunning in Doom. Man ist schneller, wenn man an der Wand läuft. Das sich selber boosten durch Raketen in zum Beispiel
Beispiel Quake oder der berühmte Horse Tilt in Skyrim. Mhm. Anstatt dich durch die erste Höhle zu kämpfen, die halbe Welt zu durchqueren und schlussendlich mit letzter Kraft nach 3 Stunden Weißlauf zu erreichen, kannst du auch einfach im richtigen Zeitpunkt von einem schräg aufgestellten Pferd springen. Hey, geil. Da fliegt ein Mann in der Luft! Pferde in Skyrim sind eher ein bisschen cursed und können zum Beispiel Berge hochlaufen, genauso wie in Real Life. It is a flying horse. Dank gibt es Methoden, um große Teile vom Spiel zu überspringen. Der Zip in Elden Ring, bei dem man blockend im richtigen Moment nach vorne gehen muss und dann extrem weit geradeaus teleportiert wird. Respekt, Kakarot. Du bist echt nicht übel. Und so lässt sich das 100-Stunden-Spiel, wo Entwickler ganze Jahre dran gearbeitet haben, in ganzen 4 Minuten durchspielen. So beschissen, Digga, das ist so dumm. In Outlast kann man einfach 90% vom Spiel skippen, indem man einfach nur an der richtigen Stelle über einen Busch in den Abgrund springt. Na. Und dann gibt es noch das Credit Warpen, bei dem man das Spiel durch eine Vielzahl an Glitches so manipuliert, dass man sofort bei den Credits landet. In Super Mario muss man unter anderem einen Feuerball schießen und dann von Yoshi auf einen Coin springen und zack, die Credits zu laufen. Yes! Was für ein dummer Speedrun. Du musst nicht mal irgendwas spielen. Das kostet dann 50 Sekunden. Holy shit. Dasselbe ist passiert in Zelda. Man muss nur ganz viel komisches Zeug im Wald machen, einen unsichtbaren Topf hinlegen und das Spiel ist vorbei. 3 Minuten 52. Und in Pokémon muss man sich einfach durch das unsichtbare Inventar glitschen, wählt das Item J aus und du hast das Spiel erfolgreich durchgespielt. Perfekt. Das macht ja mega Spaß. Und genau aus diesem Grund gehe ich einfach niemals ohne unsichtbarem Inventar aus dem Haus. Dann gibt es noch die Methode, bei der man sich durch verschiedene Wände backt, um frühzeitig Gebiete zu erreichen oder sogar ganze Passagen vom Spiel überspringen kann. Sei es das einfache Wallclipping in Wände rein oder das Entlanglaufen außerhalb der Map, um ganze Abschnitte zu überspringen. Vor ein paar Jahren hat ein Spieler mal durch Zufall herausgefunden, dass Link in Twilight Princess, wenn er Rubchen anstarrt, sich jede Minute ein kleines Stück nach hinten bewegt. Heißt also, sollte man zufällig vor einer Wand stehen und dann 17 Stunden absolut gar nichts machen, schafft man es, eine ganze Passage zu überspringen. Spieler gehen in die... Wie dämlich, Digga. 17 Stunden schlafen. Epic Gamer Moment. In Mario Kart funktionieren die Shortcuts ein wenig anders. Man versucht nicht einfach schnell durch die Strecke zu fahren, sondern frühere Checkpoints auf der Map zu erreichen, damit das Spiel denkt, man wäre bereits die ganze Strecke bis dahin gefahren. Bro. Das, ohne die Linie zu erreichen, bei der das Spiel sieht, dass du einfach nur wie ein Noob zurückgefahren bist. Bei Warios Goldmine springt man dafür auf ein Rohr. Incredible. Und bei der Mario Kart Wii Vulkan-Map springt man auf den Hügel, fährt einmal drumherum und hat eine Runde abgeschlossen. Und der Shortcut bei der Regenbogenstrecke ist so unglaublich. Viele stellen noch Spiele auf Japanisch, weil der Dialog dann kürzer ist. Ist das wirklich so? Schwer, dass es Jahre gebraucht hat, dass ein Mensch den überhaupt das erste Mal schaffen konnte. Oh mein Gott, guys, I did it. Und dann gibt es noch diese großen Funde, die heiligen Grale vom Speedrun. In Zelda Wind Waker gibt es eine Barriere, die in einem Speedrun 2 volle Stunden einsparen würde, wenn man diese irgendwie überspringen könnte. So, yeah, if you ever find a way past that, it would be the Holy Grail. Leute haben ein 1200 Dollar Kopfgeld ausgesetzt, nein, für den, der herausfindet, wie man diese Barriere überspringt. Man kann, das ist so dumm. Kann sich nicht über die Wand glitschen. Man kann auch mit keinem Bug unter der Wand hindurch. Und nach 10 Jahren konstantem Graben nach einer Lösung für diesen Skip ist Folgendes passiert. Hä? Und so konnte der Glitch nach einiger Zeit konstant in den Speedruns etabliert werden. And I'm gonna get an item by going. Oh, there it is. First try. Ein anderer Spieler speedrunnte mal krass. Mario 64 und das hier ist passiert. What the? Did you get invisible ball? Da Mario 64 das meistgespeedrunnteste Spiel ist, wurde auch hier ein 1000 Dollar Kopfgeld ausgesetzt für den, der den Glitch reproduzieren kann. Immerhin, es ist so random passiert, ne? Wäre diese Entdeckung für Speedrunner gleichzusetzen mit der Entdeckung Amerikas. Nun, nach 8 Jahren schmerzvollem Forschen weiß man schließlich, dass an diesem Tag Folgendes passiert ist. Oh mein Gott, das ist wirklich so. Warte, Chat, weil irgend so Solarwinde irgendwie Einfluss auf das Spiel hatten. Das kenne ich sogar, die Story. Das ist insane. Kann in unserer Galaxie oder irgendwo in anderen weit entfernten Galaxien explodieren, entsteht kosmische Strahlung. Ja, ja. Diese findet irgendwann in Form von ionisierender Energie so krank. Den Weg in das unsere ist so Atmosphäre. Krank. Diese Partikel interagieren. Das baue ich immer, die Schiffricker. Mit der Erde, oft mit elektronischen Geräten, was jedoch meistens kaum bemerkbar ist. Eines dieser Partikel interagierte beispielsweise 2003 mit einem Computer in Brüssel und gab einer Kandidatin bei den lokalen Wahlen 4000 mehr Stimmen, weil ein Wert im System durch den Partikel verändert wurde. Und ja,
Ihr ahnt es, selbes ist 2013 passiert, als der Super Mario 64-Spieler sich wegen willkürlicher Weltraumaktivität hochteleportieren konnte. Das ist so dumm. Das ist so dumm. Das ist so dumm. Jetzt werden diese Speedrunner versuchen, kosmische Strahlung zu replizieren. Ahnt. Und dann wurden natürlich noch andere nennenswerte Bugs gefunden, wie zum Beispiel Gandhi im Spiel Civilization, der in Gandhi? Real Life eigentlich relativ friedlich war und in Geschichtsbüchern als Prophet und Held gefeiert wird, dich aber durch einen Bug im Spiel konstant mit Nuklearwaffen bedroht und irgendwann anfängt, dein ganzes Land zu bombardieren. Yo, what the fuck? Was ihn somit zum absolut gefürchteten Todbringer in der Community macht. Bombardier diese Notensöhne. Gandhi. Der berühmte Missing No Glitch in Pokémon Rot, bei dem man an einer bestimmten Stelle einer fehlenden Textur begegnen kann, was übrigens auch als ziemlich beliebtes Cosplay-Kostüm hinhält. Halt's Maul. Das haben sich Leute gebastelt. Und schon mal gefragt, was passiert, wenn man in Portal von zwei Portalen zerquetscht wird? Alles gut, Leute. Nichts passiert. Es gibt eine 1 zu 90.000 Chance, dass man in Mario Kart durch einen bestimmten Zaun klippen kann. In einem SpongeBob-Spiel läuft alles deutlich schneller, wenn die CD dreckig ist. Ich meine, was? Aufnehmen können. Der Endboss in Two Worlds lässt sich in 2 Minuten besiegen, wenn man sich neben einen Dorfbewohner stellt und beide vom Feuerball des Endbosses getroffen werden. Die Dorfbewohner werden daraufhin ziemlich wütend und knüppeln den Endboss im Spiel vor deinen Augen einfach tot. Digga. Und wenn du nicht so viel Skill hast, dann kannst du dich bei den spezielleren Speedruns beweisen, wie zum Beispiel am schnellsten die Nippel von Mario entblößen. Was? They are the nipples. Sie selber mit einem blauen Panzer in Mario Kart treffen. Peter Griffin in Wiimaker nachstellen. Obama! Was sind das für Speedruns? Holy shit, Digga, jetzt wird's weird. Wiimaker 44 Seconds! Sich in allen möglichen Spielen so zügig wie möglich irgendwo runterstürzen. Oh, Minecraft Suicide Speedrun, ich würde sagen, da würde ich Weltrekord machen. Um sich schnellstmöglich umzubringen. Den Seed Walrus in Minecraft eingeben und in unter einer Sekunde einen Diamanten bekommen. Hä? China gebannt werden. Einen Burrito in unter 14 Sekunden machen. Was sind das für Speedruns, Digga? Bro, der hat hier wirklich für alles, also Zeiten, Bohnen, Käse, Sour Cream, Tomaten. Junge, was ist das? Yes, 13 seconds, look at that. Digga, Burrito Speedrun, what the f***? In Skyrim durch die Welt fliegen, den meistfastesten NPC töten und ihn daraufhin teabaggen. Yo, what the fuck? Und wenn man auf der Suche nach einer wirklichen Challenge ist, begibt man sich in die dunkle und kalte Speedrun-Welt der Souls-Teile. Dann ist vorbei. Also wirklich, dann ist vorbei. Hier eine kleine Anekdote. Es gab im großen Reich von Elden Ring einmal einen mutigen Helden. Er brauchte zahlreiche Versuche, den allerschwersten Boss aus allen Souls-Spielen namens Malenia zu besiegen. Die stärksten Mickey und Eli, Grüße an euch, die Brecher. Kämpfer und Krieger scheiterten an diesem Boss und brauchten teilweise Wochen, um ihn zu bezwingen. Suck my fucking dick! Malenia war auch ekliger Boss, wirklich. Als er ihn schließlich bezwang, machte er es sich zur Aufgabe, diesen Bosskampf so gut zu studieren, dass er fortan problemlos anderen Abenteurern bei dem Boss helfen konnte. Und so zog er komplett nackt, nur mit, mit dem Topf. Einem Topf auf seinem Kopf und 2 Katanas in den Händen los, um anderen Spielern zu helfen. Digga. Vorausgesetzt, sie warten sitzend an der Seite und lassen den nackten Mann mit dem Topf auf dem Kopf den Boss ohne einen einzigen Treffer alleine besiegen. Das ist so dämlich. Der Name dieses Spielers hieß Let Me Solo Her. 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 Der Mann wurde zur Legende. Digga, ist das dumm. Das ist einfach nur noch dumm. Prägte die Community so sehr, dass er bis heute mehr als 1000 Leuten dabei helfen konnte, den schwersten Boss aus allen Souls-Spielen zu besiegen. Und auf Philipp, die Frage, warum er denn keine Rüstung tragen würde, sagte er nur, warum eine Rüstung tragen, wenn man eh nicht getroffen wird. Man kann also festhalten, okay. Souls Community okay. Hat 1-2 Schrauben locker. Wie wär's mit Dark Souls mit einem Piano durchspielen? Bitte was? Bro, Dark Souls ist hard enough, so warum soll ich das mit einem Piano durchspielen? Wie ist das möglich? Mit einem Dancepad? Na! Dark Souls mit kabelgebundenen Bananen durchspielen. Digga. Mit einem Wii U-Lenkrad. Alle Bosse in Dark Souls und das komplett blind. Was? Ohne zu lang komplett durchgrinden, um alle Souls-Spiele nacheinander ohne einen einzigen Treffer durchzuspielen. No! 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 Sofa, no, Aaron!
Digga, was? Ja, natürlich kann man in Speedruns auch cheaten. Entweder man schneidet einzelne Passagen zum perfekten Speedrun zusammen oder lässt einfach ein Video laufen, während man so tut, als würde man gleichzeitig selber spielen. Der Bro hier hat das so unglaublich schlecht gefaked mit Cola und Lava-Lampe. Epic Gamer here. Dass er zum ultimativen Running-Joke in der Speedrun-Szene wurde. Oder man guckt bei blinden Speedruns einfach durch die Maske hindurch. Ein deutlich größerer Skandal der letzten Jahre war der Dream Minecraft Speedrun, bei dem er in verschiedenen Runs zufälligerweise so viel Glück bei den Piglin-Jobs hatte, dass sich sogar Mathematiker mit der Frage beschäftigten, um herauszufinden, ob er gecheatet hat. Speedrunning Minecraft comes a lucky player, Ender Pearls, Blaze Rod. Und naja, Reddit hat mal wieder Reddit-Dinge gemacht und das Ganze endete in ganz schön viel Drama. Oh my goodness, you guys aren't gonna believe how many diamonds I found. Nope. Ey. Das ist ganz schön viel Mathe, das werde ich mir nicht alles durchlesen. Die Zusammenfassung ist, Dream hat entweder so viel Glück wie ein Lottogewinner, der 26.000 Mal nacheinander im Lotto gewinnt oder 15 Millionen Mal von einem Blitz getroffen wird. Oder er hat einen Minecraft-Mod installiert, der die Drop-Rate von Enderperlen hochschraubt. Dreams Antwort darauf war dann... Also heißt das, es gibt noch eine Chance. Digga, die Chance ist 1 zu 750.000 Milliarden. Und er hat gesagt, nee, das passt schon. Nach ganz langem Hin und Her und viel zu langen nervigen Statements gab er es dann endlich zu. Minecraft Speedruns sind generell eine Sparte für sich. Leute machen sich seit Jahren auf die Suche nach dem perfekten Seed, mit dem sich das Spiel am schnellsten durchspielen lässt. Der einzige Minecraft Speedrunner, den ich vertraue, ist Basti GRG, sonst niemandem. In einem Dorf spawnen, alle Betten mitnehmen, direkt im Dorf in den Nether rein, dort ein neues Portal bauen, direkt im Portalraum spawnen, den Enderdrachen mit Betten massakrieren, 1 Minute 47. Ja, ist nicht dumm. Also selbst mit Perfect Seed und sowas, ich glaube, Any Seed war mein Speedrun mal 18 Minuten oder sowas, das war schon relativ okay so, aber dann gibt's halt Leute, die machen das halt Any Seed irgendwie in 9 Minuten so, das ist, oder in 12 Minuten, das ist verrückt. Vor allem in den letzten Jahren hat man einen enorm großen Ansturm auf Speedruns gesehen. Seien es die Wettrennen unter Streamern, die XQC-Speedruns sind die Hölle. Ich ziehe mir das in letzter Zeit rein. Der Bro, ich schwöre dir, der stirbt an Sachen, wo ich nicht mal wusste, dass man in Minecraft daran sterben kann. Meiser Runs auf YouTube. Oh God, surprise, werewolf! Oder die noch größeren Speedrun-Veranstaltungen, die heute leider etwas korrupt geworden sind. Jeden Tag machen sich Leute auf den Weg in die tiefsten Höhlen der Speedrun-Welt und versuchen noch mehr aus den Spielen herauszuholen, nochmal einen neuen Rekord aufzustellen, der dann wahrscheinlich von wem anders wieder geschlagen wird. Oh mein Gott, Gothic-Speedruns. Chat, fühlen wir Gothic 1 und Gothic 2 und 3? Wie findet ihr Gothic? Ich schwöre, also Gothic-Speedruns, insane gut, wirklich. Gothic ist so ein geiles Game. Die Speedrun-Szene ist so unglaublich bemerkenswert und gleichzeitig so sinnlos zugleich. Von Leuten, die versuchen, neue Rekorde aufzustellen in einem 20 Jahre altem Spiel, das Goth Girls, ja, Gothic halt. Kein einziger Mensch mehr spielt. Bis hin zu Gamern, die 4 Monate am Stück streamen, um einen Rekord zu brechen, der nach ein paar Wochen rein gar nichts mehr wert ist. Digga, imagine, du opferst 4 Monate deines Lebens und dann kommt irgendwer und macht dir das einfach kaputt. Ich würde diese Person so gottlos hassen. 300 Stunden lange Speedruns, die nur gespielt werden, um in etwas besser zu sein. Vor allen Dingen, guckt euch mal an, das ist so eine Minute, so eine Stunde besser halt. Also, Bro, weiß ich jetzt nicht, ob das wert ist, oder? Was sonst eigentlich kein anderer Mensch auf der Welt macht. Am Ende des Tages bleibt Speedrunning die sich für immer wiederholende Sisyphus-Arbeit. Das ewige Hochrollen des Steines, der kurz vorm Ziel einfach wieder runterrollt. Und die ewige Suche nach dem ultimativen Speedrun-Gold. Look at the fucking pace! 50, 49, that's fucking right! My God, it might be 112. And it fucking is! It fucking is, baby! Like, how many fucking hours of my life have I wasted doing that bullshit? All I fucking do is waste my life away trying to get world records for a temporary goddamn high. Ja, man, er hat's raus. Das ist absolut Nonsense. That's the new world record. Chief, you are a legend! You are a legend, Chief! Please stop! Ow! Yeah! Digga, ich bin so froh, dass das nicht mein Beruf ist. There it is. Oh, I should probably fucking quit this game. Look, I fucking put my head through my wall. Starkes Video wie immer, Jules. Sehr, 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 sehr gut. Sehr, 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 sehr gut.